Hallo zusammen, ich möchte mit euch herausfinden, welchen Wert 3 hoch 2x minus 1 geteilt durch x minus 2 annimmt, wenn 45 hoch x ist gleich 75 gilt. Und dazu wollen wir keinen Taschenrechner nutzen, sondern wir wollen dieses Problem tatsächlich nur mit Hilfe der Potenzgesetze lösen. 3 hoch irgendetwas, was ergibt das? Ein Verräter ist hier auf jeden Fall, dass wir in der Basis eine 3 zu stehen haben. Und wir müssen jetzt irgendwie versuchen, dass wir diese 45 und vielleicht möglichst auch die 75 in eine Dreierpotenz umwandeln. Oder zumindest in ein Produkt umwandeln, wo eine Dreierpotenz vorkommt. 45 ist auch das gleiche wie 5 mal 9. Das heißt, wir können für 45 hoch x auch 5 mal 9 hoch x schreiben. Und 75 erhalten wir auch, wenn wir 25 mal 3 rechnen. Und wenn wir jetzt das Potenzgesetz a mal b in Klammern hoch n ist gleich a hoch n mal b hoch n anwenden, dann können wir die linke Seite der Gleichung umformen zu 5 hoch x mal 9 hoch x. Und das ist gleich 25, ist auch die Quadratzahl von 5. Also 5 mal 5 ergibt 25. Wir können auch 5 hoch 2 mal 3 schreiben. Und die 9 ist die Quadratzahl der 3. Also 3 mal 3 ergibt 9 oder eben doch 3 hoch 2. Damit erhalten wir 5 hoch x mal 3 hoch 2 hoch x ist gleich 5 hoch 2 mal 3. Und für die 3 schreibe ich einmal 3 hoch 1. Und wenn wir jetzt das Potenzgesetz a hoch m in Klammern hoch n anwenden, dann können wir nämlich die Exponenten miteinander multiplizieren. Das ist das gleiche wie a hoch m mal n. Insofern ist dann 3 hoch 2 in Klammern hoch x das gleiche wie 3 hoch 2 mal x. Wir erhalten 5 hoch x mal 3 hoch 2x ist gleich 5 hoch 2 mal 3 hoch 1. Im nächsten Schritt wollen wir einmal sortieren. Das heißt, dass wir auf der linken Seite der Gleichung die Potenzen mit der Basis 5 haben und auf der rechten Seite der Gleichung die Potenzen mit der Basis 3. Wir dividieren also durch 5 hoch 2 und wir dividieren durch 3 hoch 2x. Damit erhalten wir dann 5 hoch x geteilt durch 5 hoch 2 ist gleich 3 hoch 1 durch 3 hoch 2x. Jetzt haben wir auf der linken Seite und auf der rechten Seite unserer Gleichung jeweils einen Quotienten zu stehen. Und dabei ist es so, dass im Zähler und im Nenner Potenzen mit jeweils der gleichen Basis zu finden sind. Und damit können wir dieses Potenzgesetz anwenden. Und zwar a hoch n geteilt durch a hoch m ist das gleiche wie a hoch n minus m. Das heißt, wir können die Exponenten subtrahieren. Und damit erhalten wir auf der linken Seite 5 hoch x minus 2. Und das ist das gleiche wie 3 hoch 1 minus 2x. Und wenn ihr mal schaut, hier steht ja im Zähler 2 mal x minus 1 und wir haben jetzt hier schon eine Dreierpotenz und im Exponenten steht 1 minus 2x. Also ihr seht schon, wir sind auf einem guten Weg. Allerdings kommt in diesem Ausdruck gar keine Fünferpotenz vor. Also wir müssen irgendwie schaffen, dass wir diese 5 hoch x minus 2 loswerden. Und dafür benötigen wir jetzt folgende Idee. Wir werden gleich Folgendes machen. Stellt euch einmal vor, wir haben die Potenz 4 hoch 3. Und wenn wir diese Potenz jetzt mit 1 Drittel potenzieren und das Potenzgesetz a hoch m hoch n anwenden, wir also die Exponenten multiplizieren können, dann erhalten wir 4 hoch 3 mal 1 Drittel und 3 mal 1 Drittel ergibt 1, also 4 hoch 1 ist gleich 4. Oder anders gesagt, wir haben ja hier die 4 mit 3 potenziert und hoch 1 Drittel bedeutet, dass wir die dritte Wurzel ziehen. Also wenn wir eine Zahl mit 3 potenzieren und hinterher die dritte Wurzel ziehen, dann erhalten wir die Zahl wieder. Und sowas wollen wir jetzt hier auch machen. Wir potenzieren jetzt sozusagen mit x
minus 2. Und wenn wir jetzt das Ganze dann mit 1 durch x hoch minus 2 potenzieren, also die linke Seite hoch 1 durch x minus 2 nehmen, Gleiches müssen wir natürlich dann noch auf der rechten Seite machen, dann erhalten wir nämlich Folgendes. Dann haben wir genau wie hier auch, wir müssen das Potenzgesetz a hoch m hoch n anwenden, das heißt die Exponenten werden miteinander multipliziert und dann entsteht Folgendes Schönes, dass wir dann nämlich erhalten 5 hoch x minus 2 und dann eben mal 1 durch x minus 2 ergibt jetzt hier dann durch x minus 2. Und seht ihr etwas? Der Zähler und der Nenner kürzen sich. Das heißt, wir haben dadurch erreicht, dass wir auf der linken Seite 5 hoch 1 oder einfach 5 erhalten. So wie wir das hier auch gemacht haben. Jetzt müssen wir uns mal noch die rechte Seite anschauen. Das heißt, die rechte Seite haben wir jetzt auch mit 1 durch x minus 2 potenziert. Wir wenden wieder dieses Potenzgesetz an und erhalten damit dann 3 hoch 1 minus 2x geteilt durch x minus 2. Und ja, wenn wir jetzt einmal schauen, jetzt haben wir 1 minus 2x im Zähler zu stehen, wir brauchen aber 2x minus 1. Das heißt, diese Vorzeichen müssen sich hier irgendwie noch umkehren. Der Nenner sieht schon fantastisch aus, x minus 2, x minus 2, das passt. Ja, und was müssen wir machen, damit sich jetzt im Zähler der Dreierpotenz die Vorzeichen umkehren? Naja, wir müssen den Zähler sozusagen mit minus 1 multiplizieren. Ja, weil dann haben wir nämlich minus 1 mal minus 1, das ergibt minus 1. Und minus 1 mal minus 2x, das ergibt plus 2x. Und dann haben wir genau das, was hier steht. Und wie erreichen wir, dass wir den Zähler mit minus 1 multiplizieren können? Naja, wir müssen wieder dieses Potenzgesetz anwenden. Das heißt, wir nehmen jetzt beide Seiten hoch minus 1. Wenden dieses Potenzgesetz an und erhalten dann damit auf der rechten Seite 3 hoch 1 minus 2x durch x minus 2 mal minus 1. Dafür können wir uns auch minus 1 Eintel denken. Und jetzt multiplizieren wir zwei Brüche, indem wir Zähler mal Zähler rechnen. Also 1 mal minus 1, das ergibt dann minus 1. Und minus 2 mal minus 1 ergibt plus 2x. Der Nenner bleibt. So, schauen wir uns mal noch die linke Seite an. 5 hoch 1 hoch minus 1. Damit erhalten wir, wenn wir die Exponenten wieder multiplizieren, 5 hoch 1 mal minus 1, also 5 hoch minus 1. Und dann gibt es ein Potenzgesetz für negative Exponenten. A hoch minus n ist das gleiche wie 1 durch a hoch n. Das bedeutet, wir können 5 hoch minus 1 auch als 1 durch 5 hoch 1 oder eben als 1 Fünftel schreiben. Und wenn wir uns jetzt noch einmal die Dreierpotenz anschauen, hier im Exponenten den Zähler, dann steht jetzt hier eine Summe und Summen sind kommutativ. Wir können also Summanden vertauschen. Das heißt, wir können für minus 1 plus 2x auch 2x plus minus 1 schreiben, was das gleiche ist wie 2x minus 1. Und der Zähler bleibt, also durch x minus 2. Und wenn ihr jetzt mal schaut, dann haben wir es vollbracht. Also auf der rechten Seite haben wir 3 hoch 2x minus 1 durch x minus 2. Also genau das, was gesucht ist. Und wir erhalten als Ergebnis 1 Fünftel. Alles Liebe, alles Gute, euer Jagdmeister X.